Hallo zusammen, das ist unser letzter Tag hier von Lanzarote. Ich grüße euch. Ihr seht da unten Fuerteventura. Dann sieht man hier die wunderbaren Vulkane. Und natürlich finalisieren wir dieses Video bei unserem Imkerfreund Klaus Guttenberger, der euch jetzt nochmal zusammenfasst, was wir die letzten 4 Wochen zusammen gemacht haben. Hallo Klaus. Ja, hallo, guten Tag. Wir sind hier auf der Finca Lomos Altos, wo wir unser Königinzuchtprojekt dieses Jahr früh gestartet haben. Heute ist der 26. Februar. Neben mir ein Belegkästchen, welches wir am 15. Februar mit einer Handvoll Bienen und einer frisch geschlüpften Königin gefüllt haben und hier hingestellt haben. Schön auseinandergestellt, immer verschiedene Richtungen. Hier stehen jetzt 10 dieser Ablegerkästchen. Wir werden jetzt eins mal aufmachen. Das steht auf einer kleinen Erhöhung, was sie gegen Ameisen schützt, weil wir die Erfahrung gemacht haben beim letzten Versuch, dass diese jungen Völker, die ganz jungen Völker, im Grunde sehr schnell von den Ameisen attackiert werden und sich im Grunde noch nicht richtig wehren können. Deshalb haben wir jedes Belegkästchen auf ein Ameisenschutzpodest gestellt. Wir werden das jetzt mal aufmachen und mal da reinschauen. Die Königin ist hier, die ist gesehen worden am 19.02., das letzte Mal. Sie sind fleißig am Ausbauen. Sie wird sicher noch nicht befruchtet sein, noch nicht belegt sein. Das wird noch ein paar Tage dauern, aber man sieht schon, dass die Bienen alles vorbereiten, damit, wenn die Königin belegt ist, die Eiablage hier drin in diesem Belegkästchen anfangen kann. Hier reingemacht. Hier sieht man, sie lieber den Honig fressen als das Industriefutter. Der Deckel hat 2 Holzdübel, damit er nicht von alleine aufgeht. Beim Transport ist das im Grunde wichtig. Und hier ist eine Futtertasche drin, die wir aber jetzt nicht mehr benutzen, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass in der Futtertasche sie sonst anfangen auszubauen und das ist nicht besonders schlimm, aber es ist auch nicht zweckdienlich. Hier ist ein Abstandshalter drin, den mache ich jetzt zuerst mal raus. So, das ist nur eine Sperrholzplatte und ein Rähmchen. Und hier fängt jetzt im Grunde, sind 2 Rähmchen drin, die bereits bebaut sind. Jetzt muss ich mal meine Brille aufsetzen und da schauen wir jetzt mal, wo die Königin sich aufhält. Das heißt, hier ist jetzt ausgebaut, die Wachsplatte und die Königin sollte hier drauf sein. Bei so wenigen Bienen wird sie auch sicher gut zu finden sein. Vielleicht auf dem anderen Teil. Da ist sie. Ja, jetzt läuft sie sich so ein bisschen frei. Ja, eine ganz dunkle, die im Grunde noch dunkler ist als die Bienen. Eine kanarische, die noch nicht belegt ist, weil man sieht noch keine Eier drin. Das heißt, hier wird jetzt alles vorbereitet. Die Königin fliegt bei gutem Wetter, fliegt sie dann ja, das wisst ihr ja wahrscheinlich alle, bis zu 5-mal raus, um
belegt zu werden und fängt dann an, hier drin die Eier zu legen. Und diese Rähmchen, die kann man dann, wenn sie belegt sind, im Grunde zusammenschieben und hat ein, in unserem Falle, Langstrohrähmchen und kann es dann in ein Beleg, in einen Ablegerkasten umsetzen. Lass das jetzt alles hier schön drin. Ich mache das vorsichtig wieder rein. Wir haben wir schon in den vorhergehenden Videos gesagt, wir haben 21 Königinnen sind geschlüpft und wir haben damit 17 Belegkästchen ausgestattet. Die restlichen haben wir direkt in Drohnenbrütige oder in andere, haben wir einer anderen Verwertung zugeführt. Also diese 17 Belegkästchen, die warten jetzt drauf, dass die Königin begattet wird und anfängt zu legen, und dann werden sie in Ablegerkästchen umgesetzt. Wir sind guter Hoffnung, das sieht im Grunde alles gut aus und freuen uns, dass die Sonne so scheint. Klaus, von mir herzlichen Dank, dass du uns so hast teilhaben lassen an deiner Königinzucht nach Cloke auf Lanzarote im Jahr 2021. Ihr seht, man kann tolle Sachen machen, trotz Corona, auch auf Lanzarote. Herzliche Grüße an euch alle. Alles zum Nachmachen empfohlen. Auch aus Fehlern kann man lernen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.